Die Rolle der digitalen Zahnheilkunde in modernen zahnärztlichen Verfahren. In den letzten Jahren hat die digitale Zahnheilkunde einen enormen Einfluss auf die modernen zahnärztlichen Verfahren aus GA1/BT. Digitale Technologien wie CAD/CAM, Computer-Aided Design, Computer-Aided Manufacturing, 3D-Druck und Intraoralscanner haben die Art und Weise, wie Zahnärzte arbeiten, revolutioniert. In diesem Video werden wir uns genauer damit befassen, welche Rolle die digitale Zahnheilkunde in modernen zahnärztlichen Verfahren spielt und welche Vorteile sie bietet. Die traditionelle Zahnheilkunde basierte lange Zeit auf manuellen Verfahren, die oft zeitaufwendig und ungenau waren. Mit dem Einzug digitaler Technologien in die Zahnheilkunde hat sich das jedoch grundlegend geändert. Durch den Einsatz von CAD/CAM-Technologien können Zahnärzte präzise und individuelle Restaurationen wie Kronen, BRA1/Zecken und Inlays herstellen, die perfekt in den Mund des Patienten passen. Dies BRA1/HRT nicht nur zu einer deutlichen Verbesserung der Passgenauigkeit, sondern auch zu einer BRA1/Ärzten-Behandlungszeit BRA1/R den Patienten. Ein weiterer wichtiger Bereich der digitalen Zahnheilkunde ist die 3D-Druck-Technologie. Mit 3D-Druckern kann ein Zahnärzte Modelle von Zahnen und Kiefer erstellen, die ihnen dabei helfen, eine präzise Diagnose zu stellen und einen Behandlungsplan zu entwickeln. BRA1/BER hinaus kann ihn mit 3D-Druckern auch individuelle Implantate und Restaurationen hergestellt werden, die eine hohe Passgenauigkeit und Ästhetik bieten. Dies ermöglicht es Zahnärzten, ihren Patienten maßgeschneiderte Lösungen anzubieten, die ihren individuellen BRA1/Bedürfnissen entsprechen. Ein weiterer wichtiger Aspekt der digitalen Zahnheilkunde ist der Einsatz von Intraoralscannern. Diese kleinen Handgeräte erfassen hochauflösende 3D-Bilder des Mundraums, die es Zahnärzten ermöglichen, präzise BRA1/CKI von Zahnen und Kiefer zu erstellen, ohne auf traditionelle Abdruckmaterialien zu BRA1/C greifen zu BRA1/SN. Dies spart nicht nur Zeit, sondern erhöht auch die Genauigkeit der Diagnose und Behandlungsplanung. BRA1/BER hinaus ermöglichen Intraoralscanner eine bessere Kommunikation zwischen Zahnarzt und Zahntechniker, da digitale Dateien problemlos BRA1/ übermittelt und bearbeitet werden können. Die digitale Zahnheilkunde bietet eine Vielzahl von Vorteilen BRA1/R Zahnärzte und Patienten. Durch den Einsatz digitaler Technologien können Zahnärzte präzisere Diagnosen stellen, individualisierte Behandlungspläne entwickeln und hochwertige Restaurationen herstellen. Dies BRA1/HRT zu einer verbesserten Versorgung der Patienten und einer höheren Zufriedenheit mit der Behandlung. BRA1/BER hinaus ermöglicht die digitale Zahnheilkunde eine effizientere Arbeitsweise BRA1/R Zahnärzte. Durch den Einsatz digitaler Technologien können zeitaufwendige manuelle Verfahren minimiert und die Behandlungszeiten BRA1/RZT werden. Dies erhöht die Effizienz der Praxis und ermöglicht es den Zahnärzten, mehr Patienten in BRA1/R Zeit zu behandeln. Auch BRA1/R die Patienten bietet die digitale Zahnheilkunde zahlreiche Vorteile. Durch den Einsatz digitaler Technologien können Behandlungen präziser und schonender durch BRA1/HRT werden, was zu einer schnelleren Genesung und geringeren postoperativen Beschwerden BRA1/HRT. BRA1/BER hinaus ermöglicht die digitale Zahnheilkunde eine bessere Kommunikation zwischen Zahnarzt und Patient, da Diagnosebilder und Behandlungspläne leicht verständlich und anschaulich dargestellt werden können. Insgesamt kann man sagen, dass die digitale Zahnheilkunde eine wichtige Rolle in modernen zahnärztlichen Verfahren spielt. Durch den Einsatz digitaler Technologien können Zahnärzte präzisere Diagnosen stellen, individuellere Behandlungspläne entwickeln und hochwertige Restaurationen herstellen. Dies BRA1/HRT zu einer verbesserten Versorgung der Patienten und einer höheren Zufriedenheit mit der Behandlung.